Teilzeit-Let's Play, alles grüßen. Hallo Leute und herzlich willkommen zum allerletzten Video von Alien Breed Impact. Ja, wie ich ja in der letzten Aufnahmesession schon erwähnt habe, es gibt noch ein einziges Level. Und dieses Level werde ich jetzt noch mit euch durchgehen, den Prolog. Und das wird ein einziges Video, was ich hochladen werde. Das wird nicht gecuttet. Und zwar werde ich es, wie die Hauptstory auch, auf Anfänger spielen. Steuerung ist ja klar, kennen wir noch und weiter geht's. New Hull breach is detected. If you are in passenger subdeck 10. Still among the living, Chief Engineer? Head to the main reactor and shut it down before it overloads. If it does, everyone on the ship is dead. Stay in radio contact. Be careful. Conrad, are you there? What is happening? We're not done in an hour. Guess I'll give you a ring. Okay. Falls jetzt die Frage aufkommt, warum jetzt wir jetzt wieder in einem Tutorial sind, das liegt daran, dass das Prolog-Level, das Demo-Level das Demo-Level ist. Man kann bei Steam die Demo zu Alien Breed Impact runterladen und das ist halt eben das Prolog-Level. Hier geht man nochmal einen Teil des Spiels halt eben durch. Das ist ein komplett anderer Teil als die Hauptstory. Und da mir das Spiel zwar sehr auf den Zeiger geht, aber ich euch trotzdem gerne davon alles zeigen will, was mir möglich ist, will ich euch dieses Level dann eben auch zeigen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, mal gucken, wo muss ich drauf schießen? Hier ist nochmal Geld. Irgendwo muss ich doch hier drauf schießen. Ach so, da drauf. So, oh, dieser Alarm geht mir so auf den Keks. Ne? Mit der Maus zielen. Ah, so. So geht das. Ah, okay. Dafür war das gedacht, dass man hier die Tür wegsprengt. Ein bisschen Geld mitnehmen. So. Kleines Medipack, Betäubungsgranate, Geld. Gut, das kennen wir ja alles schon. Das kennen wir alles, vom Hauptspiel. Medipack. So, hier haben wir wieder einen Flamethrower. Wow, 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 wow. Okay. Und auch hier in diesem Level gehen mir die Gegner mehr auf den Sack, mehr auf den Zeiger, als ich je gedacht habe. Aber wie ich schon vorher gesagt habe in einem anderen Video, in der letzten Aufnahmesession, ich werde mich hier durchquälen.
Auch wenn mir das Spiel übelst auf den Sack geht. Magnetkarte ist erforderlich. Wo kriegt man die jetzt her? Ah, da liegt sie ja. Ja, ist okay. Ich bin zu nah am Feuer vorbei. Access denied. Security level authorized. Aber ich schätze mal, das Demo-Level wird nicht so lang gehen. Ja, ist okay. Okay, weiter geht's. Notstromterminal aktiviert. Gut. Das ist die Index-Terminal. Na komm. Na? Welcome to Intex Systems. So. Money, money, money holen, money holen, money holen. Ja, ist okay, die Waffe habe ich noch nicht. Schauen, kann ich schon irgendwas upgraden? Sturmgewehr. Ja, mehr Schaden ist mehr Schaden ist mehr Schaden. Ja, ist okay. Naja, anders als im Hauptspiel kann man hier im Demo-Level nicht speichern. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber... What the fuck? Ich glaube, ich hatte im Hauptspiel hatte ich das Schnellfeuermodul, nicht das Schadensmodul. Wow, hat man hier jetzt einen Bums. Hui. Schade, dass man die Upgrades nicht miteinander kombinieren kann. Ach, der Part. Ich glaube, hier gibt es wieder so einen komischen Part, wo man dann wieder vor diesem Viech weglaufen muss. Na komm. Steuerkonsole für den Bereich. Öffnen wir es mal. Okay. Na? Ja. Wie im Hauptspiel auch. Etwas, was wirklich nicht sein muss. Diese Horden an Gegner. Das ist meine Meinung. Okay, das war das Prolog-Level.
Und damit ist Alien Breed Impact endgültig abgeschlossen. Jetzt, bevor ich das Projekt aber wirklich beende, noch ein kleines Resümee, wie ihr es von allen meinen Let's Plays kennt. Das Spiel ist nicht schlecht. Es hat ein paar gute Ansätze. Aber so auf die Dauer gehen einem diese Horden an Gegner echt tierisch auf den Zeiger. Ja, es gibt noch zwei weitere Teile, wie ich ja schon erwähnt habe, nämlich Alien Breed 2 Assault und Alien Breed 3 Descent. Ich werde sie noch Let's Playen. Irgendwann. Aber nach der mehr oder weniger Pleite, die mir Alien Breed Impact jetzt eingebracht hat, sagen wir es mal so, habe ich erstmal keine Lust, die anderen zwei Teile zu spielen. Also sie werden kommen, aber ich lege mich da jetzt auf kein Datum fest. Also auf keine Zeit fest, wann ich sie Let's Playe. Kann sein, dass sie jetzt im Laufe von einem halben Jahr kommen. Kann auch sein, dass es ein Jahr dauert. Aber sie werden definitiv kommen. Gut. Dann hoffe ich mal, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns dann bei einem weiteren Let's Play wieder. Signing off. Ciao, ciao.